Kapitel 7. Von Schatten bedeckt. Der Himmel war überzogen von dunklen Wolken. Der Regen, welcher seit der Ankunft der Gruppe in diesem Weltenbaum geherrscht hatte, ließ nicht nach. Er schien ja stärker zu werden. Und nach dem, was Mew erzählte, würde sich dies auch nicht ändern. Der Regen hatte nämlich bereits über eine Woche Einhalt geboten, bevor die Gruppe um Soll überhaupt in diesem Weltenbaum angekommen war. Offensichtlich hing der Sturm mit dem Zerfall der Welt zusammen. Dementsprechend müssten die Pokémon ihn ertragen, solange sie sich denn in dieser Welt befanden. Und dies würde wohl länger dauern als zunächst geplant, nun, wo die Suche nach Flamme anstand. Anstatt dass sie was eigentlich anders machen konnten, Soll fiel nun erst auf, dass Darkrai ihnen gar nicht den weiteren Plan erklärt hatte, unterbrochen vom Erkennen der Abwesenheit Flammes. Sag mal, Darkrai, du bist noch gar nicht dazu gekommen, uns von deinem letzten Plan zu erzählen, oder? Also dem von dir und den Weltengeistern. Was genau haben wir eigentlich vor, sobald wir Flamme finden? Ja, das stimmt. Ich habe euch ja noch gar nichts erklärt. Nun, bevor ich erklären kann, was wir vorhaben, muss ich euch eine Kleinigkeit erklären. Über die Verbindung zwischen den Welten. Euch ist ja offensichtlicherweise nicht entgangen, dass Omegon jede Verbindung zu seinem Weltenbaum gekappt hat. Aus mehreren Zweigwelten und Wurzelwelten verschiedenster Weltenbäume stammen sie. Unter anderem natürlich auch die Zweigwelten Omegons eigener Wurzelwelt. Einerseits gibt es die Verbindung durch Weltengeister selber. Für diese muss der Herrscher des Weltenbaumes dem sendenden Weltengeist das Recht geben, zu passieren, beziehungsweise passieren zu lassen. Dies tut Omegon natürlich nicht in seine Wurzelwelt, also fällt dies weg. Aber ihr kennt ja auch schon die Weltenkerne. Und auch weiß ich, ihr habt dort mit Omegon gesprochen. Was vielleicht einen falschen Eindruck kreiert hat. Denn an einem Weltenkern muss einen der Weltengeist nicht selber passieren lassen. Ja, er kann die Verbindung öffnen und schließen von seiner Seite aus. Aber der Weltengeist muss nicht anwesend sein für die Reise von dort. Und vor allem, der Weltengeist des Zielbaumes muss es auch nicht. Natürlich weiß Omegon das. Er hat alle Verbindungen zu Weltenkern von seiner Wurzelwelt aus verschlossen. Er hat sichergestellt, dass jede einzelne Verbindung gekappt ist. Aber er hat nicht überprüft, ob er selber jede einzelne Verbindung gekappt hat. In dieser Wurzelwelt gibt es einen Weltenkern. Ein Weltenkern, dessen Durchgang zerbrochen ist. Deswegen ist er deaktiviert. Omegon sah nur, dass er nicht passierbar war. Und dachte, es würde alles passen. Dachtet ihr, wir Weltengeister hätten nie daran gedacht, dass Omegon sich einfach abgrenzen könnte mit seiner Wurzelwelt? Der Plan ist simpel. Der zerbrochene Weltenkern. Ich habe den abgebrochenen Splitter. Denn ich habe den Durchgang zerstört. Für genau so eine Situation. Natürlich konnten die Weltengeister ihn nicht einfach sofort wieder aktivieren. Denn in dem Moment, in welchem Omegon spürt, dass der Weltenkern aktiviert wird, wird er ihn sofort von seiner Seite aus schließen. Und uns somit für immer unzugänglich machen. Deswegen dürfen wir nicht vorschnell handeln. Sobald der Weltenkern wieder eins ist, gebe ich uns etwa 20 Sekunden, wenn Omegon nichts ahnt. Das heißt, wir reisen zu dem Weltenkern, ich repariere ihn und wir reisen sofort hindurch. Und dann sind wir in Omegons eigener Wurzelwelt, mitten im Zentrum seiner Herrschaft und in der Heimat seines Herzens. Nun, das war kein sonderlich ausgefallener Plan. Vor allem fehlte Soll aber ein großer Schritt am Ganzen. Und sobald wir dort sind, was machen wir dann? Kämpfen. Kämpfen bis zum letzten Atemzug.
Denn was sonst können wir noch tun? Was außer kämpfen und beten? Und das ist der ganze Plan. Wir öffnen einen Weg in Omegons Wurzelwelt und hoffen dann einfach, dass wir sein Herz finden und dass wir seine Helden besiegen können. Was sonst sollen wir tun? Wir haben Jahrhunderte gegen Omegon gekämpft und haben immer verloren. Das Ende ist nahe. Wir haben keine Zeit mehr. Diese Gruppe ist unsere letzte Hoffnung. Ihr seht es doch selber. Unsere Welten sterben. Es alles stirbt. Jeder und jede Einzelne aus dieser Gruppe ist Teil der letzten Hoffnung. Jetzt sei doch ruhig! Nicht nur Darkrai wirkte erschrocken von Funkenherz plötzlichem Aufschrei. Sogar das Luxio selber wirkte, als hätte sie diese Worte gar nicht laut aussprechen wollen. Aber Sol verstand. Unrecht hat sie nicht, Darkrai. Wir sind Pokémon. Wir sind alle Pokémon. Ja, wir sind bereit zu kämpfen. Aber was du gerade tust, ist nichts als Druck aufzubauen. Wir sind alle gestresst genug. Du hast recht. Verzeiht mir. Ich vergesse, dass nicht jedes Pokémon ein Leben im Krieg führt. Es ist für euch eine neue Verantwortung. Und es wird hoffentlich niemals zur Gewohnheit werden. Ihr habt natürlich recht. Diese Reise ging weiter. Doch zunächst war sie durchzogen von Stille. Niemand hatte während dem Gespräch etwas Böswilliges gesagt, aber doch machte Darkrai sich manche Gedanken, während Sol sich eher Sorgen um Funkenherz machte. Sie hatte schon vor Darkrais Ankunft so unzufrieden gewirkt, seitdem sie in dieser Welt waren. Doch nach der Ankunft eines einstigen Erzfeindes wurde es alles nur schlimmer. Allerdings machte das Luxio auch nicht wirklich den Eindruck, als würde sie gerade reden wollen. Egal mit wem. Diesen Eindruck kannte Sol. So hatte er sich nämlich im Labyrinth gefühlt. Lass es, Sol. Ich will gerade alleine sein. Aber auch einsam. Letztes Mal hatte Funkenherz selber diese Frage gestellt. Sie schien sehr wenig Sinn zu machen, aber dieses Mal. Alleine dadurch, dass die Frage zuvor schon einmal gestellt wurde, machte sie so viel mehr Sinn. Und auch die Antwort war dadurch so viel klarer, als Sol sie je hatte geben können im Labyrinth. Ja! Nun, es war klar gewesen und deutlich rauer, als Sol erwartet hatte. Und auch wieder war es scheinbar nicht, was Funkenherz wirklich laut hatte sagen wollen. Was ihr selber auffiel, als sie Sols Schock sah. So wollte ich das nicht sagen, nur später. Okay, bitte lass mich gerade wirklich etwas allein sein. Für jetzt, ja. Oh, okay. Ja, er hatte sich also alles nur eingebildet. Den Bund, den er kurz geglaubt hatte, mit dem Luxio aufzubauen. Aber Sol war wohl selber schuld. Funkenherz war eine gute Freundin. Aber vor allem ein gutes Pokémon. Sie hat ihm im Labyrinth nicht geholfen, weil er war. Sondern einfach, weil sie jedem helfen würde, in der Lage, in der er gewesen war. Aber das bedeutete wohl nicht, dass sie Sol wahrlich vertraute. Was wohl Sinn machte, gerade nun, wo ihre Heimat sich näherte. So begann Sol, sich weiter nach vorne in der kleinen Gruppe zu begeben. Mew lief, oder schwebte er an der Front. Darkrai nebendran. Latira blieb auch in der Nähe, wirkte aber auch gedankenversunken. Und Funkenherz hing hinten weg. Als Sol allerdings gerade Latira passierte, hörte er sie aufsprechen. Sol, kann ich kurz mit dir sprechen? Ja, na klar, natürlich. Warum? Was gibt es denn? Ich möchte kurz mit dir reden. Über Funkenherz. Vorsichtig wandte sich der Drache um zu sehen, ob Funkenherz ihre Worte gehört hatte.
Es schien nicht so. Ich möchte sie wirklich so gut für den Kampf gegen Günther trainieren, wie ich irgendwie kann. Wirklich. Aber ich habe das Gefühl, dass es einfach nicht gut klappt. Vor allem Liebe, aber auch Hoffnung. Sie kriegt die beiden nicht wirklich hin und... Naja, nachdem sie vorhin Darkrai so unterbrochen hat und du direkt wusstest, warum... Ich mache mir Sorgen, dass ich sie selber zu sehr unter Druck setze. Ich will, dass sie den Emotionskampf lernt und sie sich wehren kann. Und das ist dabei schwer für mich, weil... Ehrlich gesagt fühle ich mich doch selber wie eine Anfängerin. Wie soll ich jemanden trainieren können, etwas zu meistern, das ich selbst nicht beherrsche? Es stresst mich und dadurch sie, weil ich meinen Stress an ihr auslasse. Was denkst du denn, sollte ich tun? Ich weiß langsam nicht mehr, wie ich es schaffen soll, sie angemessen vorzubereiten. Wenn ich streng bin, setze ich sie unter zu viel Druck. Wenn ich es nicht bin, lernt sie nicht genug. Solls erster Instinkt war eindeutig. Woher soll ich das wissen? Ich sitz nur nebendran, du bist ihre Trainerin. Ich dachte nur, naja, du bist ja anscheinend jetzt unser Anführer. Ich dachte, du wüsstest vielleicht weiter. Vor allem, weil du kennst Funkenherz ja auch deutlich besser als ich. Tu ich das? Ich kenne sie vielleicht seit ein paar Wochen mehr als du. Ja, im Vergleich ist das viel, aber praktisch sind wir immer noch Fremde. Soll, du kannst mir nicht erzählen, dass ihr beiden euch verhaltet wie Fremde. Aber wenn dir diese Formulierung besser passt, du verstehst Funkenherz auf jeden Fall besser als ich. Tu ich das? Der Drache blickte erneut nach hinten. Kurz atmete sie durch, bevor sie weitersprach. Es fühlt sich nicht gut an, wenn sie sich so distanziert. Ich verstehe das. Aber du möchtest ihr doch auch helfen, oder? Du darfst nicht persönlich nehmen, dass Funkenherz sich nicht gut fühlt. Stattdessen können wir gemeinsam darauf hinarbeiten, dass es ihr wieder besser geht. Und dabei würde mir auch etwas Input zum Training von dir helfen. Glaub nicht, dass ich nicht mitbekomme, dass du durchaus aufpasst, wenn ich Dinge erkläre und zeige. Und dass da vorhin gegen Flamme nicht auch ein paar Emotionen im Spiel waren, glaube ich dir auch nicht. Irgendwie hätte sich Soll denken können, dass mindestens Latira durchaus Bescheid wusste. Aber es entflammte gleichzeitig neue Sorgen. Weiß Funkenherz auch davon? Woher soll ich das wissen? Ausschließen würde ich es definitiv nicht. Ich fand dich jetzt nicht unauffällig. Gerade weil du auch noch die Freude so sichtbar verwendet hast, mit der sich Funkenherz selber recht gut auskennt. Aber ich verstehe auch nicht, warum sie nicht davon wissen darf. Es würde doch nicht schaden. Du sagst doch gerade selber, dass das Training stressig ist. Was würde Funkenherz denn denken, wenn sie erfährt, dass ich ihren Anstrengungen nur zusehe und mit den Techniken besser klarkomme als sie selber? Weißt du, was sie würde? Sich freuen, dass sie nicht mehr alleine trainieren muss. Und sie hätte noch ein Pokémon, dem sie mehr traut als mir dafür. Wenn du mich fragst, ist dein Einsatz hier der einzige, durch den echte Probleme entstehen könnten. Du fragst dich, was passieren würde, wenn Funkenherz herausfindet, dass du Emotionen nutzen kannst. Aber wann überlegst du dir, was wohl passieren würde, wenn sie herausfindet, dass du ihr verheimlichst, dass du es kannst? Soll war offensichtlich nicht gerade gut da drin, seine neuen Techniken zu verstecken. War er am Ende selber schuld? War das, weshalb sich Funkenherz so distanzierte? Weil sie natürlich schon wusste, dass Soll mit Emotionen kämpfte, aber er sichtlich versuchte, es für sich zu behalten. War es weniger, dass das Luxio ihm nicht vertraute, als dass sie glaubte, es wäre andersrum? Und trotzdem hast du auf meine ursprüngliche Frage noch nicht geantwortet. Was sollte... Warum fragte Soll sich das überhaupt? Was sollte er tun? Das Richtige natürlich. Er musste diese Gruppe anführen. Da könnte er doch nicht einfach nichts tun. Gut. Also, wenn du mich fragst, du hast das Gefühl, dass deine Strenge Funkenherz verlässt. Also, warum vertraust du nicht deinem Instinkt? Emotionen sind doch dein Ding. Und dadurch kann sie nicht gut lernen. Perfektion werden wir alle nicht erreichen können, wenn dafür so viel einfließt.
wahrlich meistern, kann man den Emotionskampf vielleicht sogar nur mit dem Element der Emotion. Und das hat Günther. Also machen wir das Beste aus dem, was wir hinbekommen und streben nicht nach mehr als möglich. Und ich werde auch mit ihr reden. Du hast recht, es wird uns allen helfen, wenn ich beim Training mehr mache, als nur zuzugucken. Ich hab mich wohl zu sehr darauf fokussiert, dass Funkenherzleistung das Ziel ist. Wobei ich ihr das wirklich nicht ins Gesicht sagen würde. Noch mehr Druck könntest du dann nicht erzeugen. Du hast recht. Aber so oder so. Ich bin und bleibe ein Feuer-Pokémon, egal wie gut ich mit Emotionen klarkomme. Und du beherrschst zwar Emotionen, aber bist einfach keine große Kämpferin. Funkenherz ist genau das Pokémon, welches Günther bezwingen kann. Ich weiß es genau. Aber nicht alleine. Das muss sie nicht. So einem Feind sollte sich niemand alleine stellen müssen. Große Pläne fielen zwischen Latira und zwischen Sol. Doch ein großes Problem könnte auftreten. Das wusste das Fukano selber. Was wäre, wenn Funkenherz sich nur weiter zurückzog?